Du bist würdig, unser Herr Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat. Groß und wunderbar sind seine Taten, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind seine Wege, Könige, König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht verherrlichen? Du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Halleluja! Die Rettung kommt von unserem Gott. Ihm allein gehören Herrlichkeit und Macht. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit des Hochzeitsmahls des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.